Ja, Leute, willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Wir wollen uns den nächsten... Warum sprintest du nicht? Den nächsten Wissensstein unter den Nagel reißen bzw. anhören. Dafür müssen wir hier erstmal wahrscheinlich wieder so ein paar Luzis, nee, Boggarts, umknallen. Au! Huch, erstmal looten wir. Ich hoffe, dass wir es noch durchs Gebiet schaffen. Ohne dass das Inventar einmal voll wird. Das wäre cool, ich glaube es aber nicht. Helios hörte den Ruf, blickte auf die Wüste und war verärgert. Sein mächtiges Werk war zerstört, mit Füßen getreten. Er rief Vrekor an seine Seite und flehte den Feuergott an, seiner vom Himmel zu holen. Vrekor willigte ein, doch da seiner zu stark war, bat er Helios, ihm auch sein Feuer zu leihen. Also gab Helios Vrekor die Flammen der Sonne. Aha. Das ist ja sehr interessant. Okay. Huch. Ich kann sie also nicht von Anfang an nutzen. Das wollte ich jetzt unbedingt nochmal nachschauen. Und das reicht schon. So. Es klingt auch irgendwie so mechanisch, wenn wir die Chakrams ausrüsten bzw. anwählen. So, 2 von 3 Blumen zum Erblühen gebracht. Die dritte ist tatsächlich ein Stück weit weg. Wo geht's denn hier unten lang? Das gucken wir uns mal an. Wo kommt ihr jetzt her? Was? Lutz, geh mal kurz weg. Du hast ein bisschen Loot für mich. Handschuh der Blitzabschwächung. Großartig. Wolkengipfel. Holly. Okay. Ich denke, den werden wir auch noch erklimmen. Ich möchte die Gebietskarte spielen, dankeschön. Dünenkopfmine. Mussten wir da nicht auch irgendwas machen? War da nicht was? Ich gehe da erstmal nicht rein. Kann ja auch sein, dass wir dann noch irgendwie eine Folgequest kriegen von irgendeinem Kutte des Herolds. Zauberkraft. Gib halt her. Dich entdecken wir noch. Haben wir ja noch nicht. Haben wir doch schon. Ja klar, sonst wäre sie auf der Karte nicht so weitläufig aufgedeckt. Warum? Nicht so, dass mich das jetzt in Gefahr bringen würde. Es ist irgendwie nur seltsam, dass hier ständig Gegner plötzlich auf der Map sind. So, gib mir mal die primitiven Feinklingen, bitte. So, was sind das noch für mehr Vergorta? Die klatschen wir natürlich auch noch um. Schleichen ist hier gerade sowieso schlecht, weil die Gegner eher ungünstig stehen. Deswegen bleibt es da tatsächlich interessant, wenn wir uns vielleicht noch eine bessere Rüstung schmieden. Da haben wir den Stufenaufstieg übrigens. Bleibt es wirklich interessant zu sehen, ob wir überhaupt noch die Defensivpower brauchen. Also im Sinne von, dass wir ein bisschen besser blocken, dass wir ein bisschen mehr... aushalten. Ich glaube auch, dass wir jetzt die Fähigkeit gibt es ja, glaube ich, bei den Machtfähigkeiten, dass wenn wir unter 25% Leben sind, dass dann irgendwas stärker wird. Ich weiß gar nicht mehr was. Gucken wir uns jetzt auch mal an. Achso, Gemmenschleifen, wa? War der Plan. So, und hier hatten wir bei Raffinesse noch was offen, was ich unbedingt machen wollte.
Das Gambit, nein. Den Streuschuss, nein. Hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Die Schattenfackel habe ich bis jetzt auch nicht oft benutzt. Eisige Explosion. Mit Fallen arbeite ich auch nicht so. Gut, Macht. Robuste Konstruktion, das war das noch mehr Leben und mehr Elementarresistenzen und noch mehr Leben und noch mehr Elementarresistenzen und noch mehr Leben und noch mehr Elementarresistenzen. So. Genau, die Adrenalinwoge. 30% Chance auf Aktivierung. Ein Lebensschub und verleiht dir die Möglichkeit deutlich höheren Schaden, also einfach nur erhöhter Damage Output. Gucken wir doch mal. Ah, das erfordert erst wieder 20 Punkte in Macht und die Adrenalinwoge. Mehr Volltrefferchance bei aktiver Adrenalinwoge. Also ich glaube nicht, es wird ein ganz seltener Fall sein, dass wir unter 25% Leben sind und dann, man muss das ja mal realistisch sehen. Wahrscheinlich, sobald ich das sehe, haue ich mir sowieso einen Trank in den Kopf und dann sind wir schon nicht mehr unter 25%. Das kann natürlich sein, dass sich dann die Adrenalinwoge aktiviert hat. Aber die Frage ist auch, wie lange sie hält, denn das ist hier, wird hier nicht so wirklich ersichtlich draus. Ob das dann ein Zustand ist, der nur so lange anhält, bis wir wieder über 25% Leben sind. Oder ob das vielleicht 17% Nahkampfschaden und mehr Blockeffizienz. Hat mein Telefon gerade gebimmelt? Ich habe Halluzinationen. Ich habe ein Tutut gehört. Nein. Gleich mal nachgucken nach der Folge. Mann, was mache ich denn hier? Ich drücke ständig Escape. Bin hier ein bisschen behindert? So. Ist das der letzte Wissenstein? Großes Fragezeichen. Ein Feuer aus den Himmeln. Ja! Und ihr Gefieder begann zu brennen. Sie flog hoch hinauf, um ihre Federn zu kühlen, und stürzte hinab, um das Feuer zu löschen. Doch nichts verschaffte ihr Linderung. Entschuldigung. Sie war verloren und sog die Hitze der Sonne und den Geist des Feuers ein. Nun blieben nur ihre Knochen zurück. Doch sie wird sich wieder erheben, wenn in den Brachlanden Leben bedroht wird. Die Gegner kamen mal wieder, ich konnte die nicht sehen. Was war hier hinten noch? Triff Templer Octien. Ach, die Hauptquest. Die habe ich ja schon wieder komplett verdrängt. Verdrängt, nicht verdrängt. So. Hier links geht's auch nicht in noch ein weiteres Gebiet. Das heißt, hier können wir erstmal gefahrlos weiterlaufen und gucken, wo das hinführt. Wo soll das nur hinführen? Zu den Salzquellminen. Haben wir die schon entdeckt? Also sie sind auf der Karte eingetragen. Ist das von... Gott. Frage beantwortet. Ja. Ich könnte auch so ein Typ wie vertonen. Au! Okay. Dann ab zur letzten Jahrhundertpflanze. Oh, guck mal, oh, guck mal, oh, guck mal. Fuck, er bewegt sich. Nein, er schläft. He is sleeping. Hoffentlich spawnt jetzt nichts. Hoffentlich sind hier nicht irgendwo Kanten, an denen ich hängen bleibe. Hey, hey, listen. Was?
war so ein Kotzgegner, ne? Der uns wieder irgendwelche Gegner vor die Füße ballert. Hässlich. Hässlich wie die Nacht. Au. So, meine kleinen Freunde, jetzt seid ihr dran. Du hast gar nichts für uns? Okay. Findest du das gut? Ich finde das nicht so gut. Wo ist denn das Pflänzchen? Da hinten. So, einmal noch kurz auf die Chakrams. Klingt irgendwie komisch. Juhu, zack. 3 von 3 zum Erblühen gebracht. Dann nehmen wir noch die Trüchen mit. Natürlich. Zu Kalvor zurückkehren. Das machen wir doch. Oh, Junge. Nur Scheiße drin. Noch ist das Inventar nicht voll. Da hinten kommen wieder irgendwelche Lappis angelaufen. Voll die große Fresse, ne? Ich... OP ohne Ende, aber Hauptsache das Maul aufreißen. Immer noch nicht voll. Jetzt können wir aber eigentlich, zu Octien, beziehungsweise mal gucken, ob wir da überhaupt so reibungslos hinkommen. Ich denke mal schon. Darf ich hier einmal ganz rumlaufen? Nur für diese Chuha. Ey. Deine Untergebenen sind ein bisschen doof im Kopf. Geh weg. Bitte geht weg. Ihr Luzis. Warum hat er so viele Söhne, der Latz? So, Moment, ich wollte aber erstmal hier hinten hin und die eine Truhe holen. Flammenklinge. I don't need it. It's a long sword. Oder war das sogar ein Zweihänder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hier gibt es auf jeden Fall was zu bannen. Ich drücke mal wieder F5, habe ich bei den letzten Truhen gar nicht gemacht. Oh, Junge. Clerans Zepter. Oh, ein Schrein.
Wie konnte ich diesen bloß übersehen? Lyrias Segen ist mir jetzt relativ wumpe, was er macht. Da ist Templer Octien. Oh, dann gehen wir da mal hin. Auf dem Weg noch eine Truhe. Oder was auch immer es ist. Ein Felshaufen, ein... Keine Ahnung. Vielleicht ein gar nichts. Ein Felshaufen. Wow. Bester Loot meines Lebens. Ist hier oben zu. Wer habt denn die Schmiede hier oben? Was ist denn? Nee, habt ihr nicht. Hallo, Templer Octien. Ihr? Ihr seid meine Kontaktperson? Ich hätte es wissen müssen. Pünktlichkeit ist keine der Stärken eures Volkes. Dabei habt ihr ohnehin schon so wenige. Hey, ich hatte zu tun. Erzähl erstmal was über dich. Als Templer verlangt das Forum von mir, dass ich alles in meiner Macht Stehende tue, um unser Wissen zu vermehren. Das ist eine gewaltige Verantwortung, die ich äußerst ernst nehme. Aha. Formorus Jus ist einer meiner brillantesten Scholaren. Und wie ihr wisst, besitzen seine Forschungen ein unglaubliches Potenzial. Sein Wohlergehen ist von allergrößter Wichtigkeit. Dann erzähl mal was über deinen Formorus Jus. Sein Wissen ist von unschätzbarem Wert und darf nicht in falsche Hände fallen. Außerdem mache ich mir schreckliche Sorgen um seine Sicherheit. Das versteht sich von selbst. Varric. Das ist die Stimme von Varric. Also Dragon Age Varric. Weißt du? Templer. Die anderen Templer und ich unterstützen Forschungsarbeiten, die letztlich dem Wohle aller Sterblichen dienen. Bedauerlicherweise tun sich sowohl Alpha als auch Menschen häufig schwer, die Gründe für unsere Entscheidung zu akzeptieren. Den meisten Gnomen hingegen ist bewusst, dass wir nur ihr Bestes wollen. Adessa. Adessa ist die gewaltigste Bastion des Wissens und der Weisheit, die es in dieser Welt gibt. Die Alpha haben ihre Künste und die Menschen ihre Götter. Doch wir folgen allein den verlässlichen, berechenbaren Gesetzen der Naturwissenschaften. Ihr habt nach mir gefragt. Ihr erinnert euch vielleicht noch an unseren gemeinsamen Freund Formorus Jus, den Gnom, der euch ins Leben zurückgeholt hat? Vermutlich schon, aber ich nehme an, ihr wart in letzter Zeit ziemlich beschäftigt. Jedenfalls wird Scholar Jus seit dem Angriff auf seinen Turm vermisst. Ach. Und als sein Förderer bin ich deshalb äußerst beunruhigt. Ich will, dass ihr ihn findet. Ihr seid, wie soll ich es ausdrücken, cool, auf einzigartige Weise für diese Aufgabe geeignet. Kann ich euch vertrauen? Warum sucht ihr Jus? Fragen wir erstmal das. Seid bitte nicht so begriffsstutzig. Ich bin sein Förderer. Und als solcher gehört mir alles, was Scholar Jus erschafft. Ich nehme an, das schließt wohl auch euch mit ein. Die Geheimnisse in seinen Laboratorien sind nur für die Augen von Gnomen bestimmt. Deshalb müssen sie unter unsere Kontrolle gebracht werden. Was auch immer dafür nötig ist. Kann ich euch vertrauen? Dieselbe Frage könnte ich euch stellen. Soweit ich weiß, seid ihr es, vor dem Formorus Jus auf der Flucht ist. Ich bin jedoch bereit anzunehmen, dass dem nicht so ist. Einfach ausgedrückt, könntet ihr meine einzige Möglichkeit sein, Jus aufzuspüren. Ebenso wie ich möglicherweise eure einzige Chance bin. Könnt ihr ihn nicht finden? Ja, offenbar nicht, sonst würde er uns ja nicht fragen, aber egal. Es scheint, als hätte der Zwischenfall in Alistar Scholar Jus ein wenig paranoid gemacht. Jedes Mal, wenn wir einen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort erhalten, ist er schon wieder verschwunden, bevor wir dort ankommen. Aber ihm gehen so langsam die Verstecke aus. Ich glaube, uns bleibt nur noch eine Hoffnung, Jus zu finden. Ihr. Ich? Okay. Und dafür bin ich euch dankbar. Scholar Jus hat großes Glück, Freunde wie uns zu haben. Jus besitzt ein altes Laboratorium in der Kaverne der Salzquellenminen. Ich glaube, seit der Zerstörung des Turms von Alistar hat er seine Forschungen dort betrieben. Findet ihn und ihr werdet für euren Beitrag zur Wissenschaft belohnt werden. Ich warte im Livrarium von Adessa auf die Nachricht eures Erfolges. Okay. Okay. Hallo du. Was wollt ihr? Reden. Was ist? Belästigt mich nicht. Na gut, dann halt nicht. Dann lass ich's halt. Dann gehen wir jetzt aber... Nö, wir gehen jetzt nirgendwo hin. Wir machen an dieser Stelle den Schnitt. Wir gehen in der nächsten Folge auf jeden Fall erstmal wieder, ist ja um die Ecke, zurück in die Stadt. Geben ein paar Quests ab, machen Abstecher zu Kalovar und gucken dann hier unten und geben noch die Quest ab und kümmern uns dann um die Hauptquest und gehen in die Salzquellenminen. Was wir davon alles in der nächsten Folge schaffen, sehen wir dann. Ich sag bis hier erstmal danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.